Moin, ich bin Denzel und ich zeige euch heute den Aufbau des Seegleiters, wie ihr von dem zu dem kommt. Ich zeige euch in diesem Video, wie man die Sporttime Seegleiter richtig aus der Tasche nimmt und ausrollt, wie man sie aufbaut, aufpumpt und wie man Leash und Finne befestigt. Danach zeige ich euch noch, wie man die Luft wieder rauslässt und es so zusammenrollt, dass es auch gut wieder in der Tasche verstaut werden kann. Wir starten damit, dass wir uns das Board schnappen und aus der Tasche nehmen. Jetzt nehmen wir das Board und rollen es einfach aus. Der nächste Schritt ist das Aufpumpen. Dafür nehmt ihr euch die Pumpe aus der Tasche und schraubt den Schlauch in den Ausgang für Inflate. Diesen handfest anziehen, nicht zu doll. Und ihr habt auf der anderen Seite den Anschluss für das Board. Hier ist es wichtig, dass dieser Sand frei ist, nicht dass ihr Sand im Ventil habt. Ihr schraubt als erstes das Ventil auf und könnt jetzt mit einer Drehbewegung den Schlauch in das Ventil setzen. Hier als kleiner Tipp: Es kann sein, dass ihr ihn reinschraubt und er sich wieder löst. Dann dreht ihr einfach einmal eine halbe Umdrehung zurück, setzt diesen nochmal an und durch die Schlauchspannung klemmt er sich von selbst. Im nächsten Schritt gibt es ein bisschen was für den Bizeps und für die Rückenmuskulatur. Wir pumpen auf. Wenn ihr irgendwann merkt, dass der Widerstand zu groß wird, stellt einfach an der Pumpe von Double Action auf Single Action. Dann habt ihr nämlich nicht mehr den Druck beim nach oben ziehen, sondern ihr könnt euch mit dem Körpergewicht oben drauf lehnen und habt nur noch den Druck beim Runterdrücken. Die Boards könnt ihr bis maximal 26 PSI oder umgerechnet 1,8 Bar aufpumpen. Wenn ihr den gewünschten Druck erreicht habt, nehmt ihr den Schlauch und nehmt ihn mit einer Drehbewegung ab. Ihr nehmt jetzt die Ventilkappe, dreht sie drauf, achtet drauf, dass das Band nicht eingeklemmt ist und dreht es zu. Als nächstes montieren wir die Leash. Dafür nehmt ihr die untere Schlaufe, führt sie durch den D-Ring und nehmt das obere Ende und zieht die Leash im kompletten einmal durch. Jetzt einfach nur einmal festziehen und schon könnt ihr sie benutzen. Als letzten Schritt müssen wir jetzt nur noch die Finne einsetzen. Dafür schraubt ihr den Nutenstein von der Schraube ab, dann eine Umdrehung wieder draufschrauben und jetzt könnt ihr den Nutenstein einsetzen. Die Schraube wieder rausschrauben und als nächstes mit dem Metallstift in der Mitte die Finne einsetzen, die Finne vorne runterklappen und ihr müsst gucken, dass der Nutenstein mit dem Loch oben übereinpasst. Jetzt könnt ihr die Schraube nehmen und die Finne mit der Schraube fixieren. Hier darauf achten, dass ihr sie nur handfest festschraubt. Schon könnt ihr die Finne nicht mehr bewegen und es kann losgehen. Jetzt habt ihr das Board einsatzbereit, könnt es hochnehmen, an der Tragschlaufe festhalten und los geht's. So, wenn ihr dann wieder da seid, nehmt ihr das Board, hebt es mit dem Fuß leicht an, sodass ihr nicht mehr den Wasserwiderstand unten unterm Board habt und könnt es dann am Griff nehmen und es an Land wieder auf eure gewünschte Position tragen. Hierbei ist es wichtig, wenn ihr das Board hinlegt, dass ihr es nicht auf die Seite mit der Finne legt, sondern immer auf die Seite, wo ihr vorher drauf gestanden habt. Wenn ihr jetzt vom Wasser kommt und einen super tollen Paddeltag gehabt habt, dann wollt ihr das Board natürlich auch wieder abbauen und in die Tasche zurückpacken. Dafür ist es wichtig, dass ihr das Board jetzt als erstes komplett abtrocknen lasst.
Und während das Board trocknet, könnt ihr in gegengesetzter Reihenfolge zum Montieren der Finne jetzt die Finne auch wieder abnehmen. Wenn ihr mal einen nicht so sonnigen Tag erwischt habt, könnt ihr auch einfach euer Handtuch nehmen und damit das Board ein wenig trocken machen. Das geht um einiges schneller. Wenn ihr das Board komplett trocken habt, könnt ihr die Ventilkappe öffnen und mit einem Druck auf den weißen Pin die Luft rauslassen. Achtung, nicht erschrecken, es könnte laut werden. Wenn die erste Luft raus ist, merkt ihr, wie das Board sehr wabbelig wird. Um die restliche Luft rauszudrücken, kommt jetzt die entspannteste Arbeit, nämlich ihr legt euch einfach aufs Board. Jetzt ist die Luft einigermaßen aus dem Board raus und jetzt können wir das Board nehmen und von vorne nach hinten aufrollen. Das ist ganz wichtig, weil hinten ist das Ventil und wir wollen die Luft von vorne nach hinten drücken. Hier nehmt ihr ungefähr einen Unterarm lang und startet mit dem Aufrollen. Und so immer weiter nach vorne bzw. da nach hinten durcharbeiten. Probiert das Ganze wirklich gerade aufzurollen und streicht immer wieder den Sand ab, weil alles, was ihr jetzt an Sand mit in die Tasche nehmt, holt ihr am Ende beim nächsten Mal auch an Sand wieder aus der Tasche raus. Jetzt merkt ihr hier schon, an dem Punkt, da ist wieder Luft drin. Dann würde ich euch empfehlen, einfach mit dem Knie drauf und die restliche Luft runterlassen. Wenn ihr die komplette Luft raus habt, einmal wieder auf den weißen Punkt drücken im Ventil und ihr habt dann das Ventil wieder zu und es kann keine Luft auch wieder reingehen. Wenn ihr das Board zusammengerollt habt, nehmt ihr es einfach, legt es in die Tasche und packt die Finne und die Pumpe damit zu. Deckel zu, Reißverschluss zu und ihr seid startbereit für den Weg nach Hause. Wenn es euch gefallen hat, schaut euch gerne die anderen Videos zum Seegleiter an. Lasst uns ein Like da und viel Spaß bei der nächsten Paddeltour. Sporttime. Wenn du Fragen hast, stelle sie direkt in den Kommentaren. Gefällt dir unser Video? Klicke auf Daumen hoch und abonniere jetzt den Sporttime-Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.